So, mal gucken, jetzt wird er einmal gestellt für Anne Ide. Dann der kurze Pass an den Kreis von Nora Möller und da gibt es 7 Meter durch den Kreis gelaufen, da gibt es keine Diskussion. Ja, 7 Meter. Nur wollen wir mal gucken, wer da hingeht. Ja. Tja, Sven, geht er rein? Tja, rechts. Auf jeden Fall. Julia Guse, links unten. Tja. Hast du es noch nicht ganz so raus, Sven? Du guckst ja schon lange Handball, seit wann verfolgst du das? Das Ganze machen wir jetzt schon seit 2 Jahren und ich denke mal, man kann sich leider nicht immer alle Spieler merken, wo sie ungefähr hinwerfen. Normalerweise hat ja jeder Spieler so sein festes Wurfbild mit ein paar Ausnahmen, aber man merkt sich halt nicht alle Spieler. Ja, Julia Guse jetzt. Es war ihr 3. Treffer in diesem Spiel. Die Abwehr von Grün-Weiß steht gut und der Lohn ist dabei. Ballgewinn. Jetzt haben wir mal einen Spielzug angezeigt. Von der 33. Sie möchte gerne die 3 spielen. Jetzt wollen wir mal gucken, was das bewirkt. Also sie löst sich selber auf in den Kreis. Ah, dann aber schlechter Pass, den kann sie nicht fangen. Und damit Ballbesitz für Rostock. Wir haben den Spielzug also nicht so schön sehen können, aber ich denke mal, sie hat als Kreis aufgelöst und wäre dann wieder rausgekommen, um dann ein Kreuz zu spielen. Vielleicht bekommen wir das ja nachher nochmal zu sehen. Mit auch fachmännischen Kommentar von oben hier. Die Eltern. Ja, man sagt, wir haben ungefähr 80 Millionen Bundestrainer. Und ähnlich viele Eltern haben wir auch. Die wissen, was das Beste für ihr Kind ist. Und was wirklich das Beste ist, das wissen dann doch nur die wenigsten. Und der Konter jetzt gibt 7 Meter und auch nochmal gelbe Karte. Gegen die Nummer 14, Maxi Bölter. Ja, sicher verwandelt, der Siebener. Ja, und jetzt auf der rechten Seite. Ja, ich hatte extra nicht gefragt. Wobei man ja auch sagen muss, wir hatten ein Spiel, wo wir Steffen Franke als Co-Kommentator hatten und da hatten wir 3 Tipps gehabt und die vierte Ecke war es dann gewesen. Also von daher, man kann es auch als Trainer nicht immer hundertprozentig voraussagen, wo der Ball hingeht. Wobei ich sagen muss, Roberto da doch eine sehr gute Quote hat, der dann wirklich aus Gefühl spricht und sagt, Mensch, den Ball, den hat sie. So geschehen beim DRB-Pokal. Und auch schon in der Liga bei Grün-Weiß 2. Aber jetzt sind wir hier noch in der C-Jugend. Der künftige Nachwuchs von Grün-Weiß Schwerin, der sich verstärken wird, wo wir auch schon Spielerinnen in der B-Jugend dann gesehen haben. Und Sophia Elgert mit dem Treffer. Und 7 Meter. So, 7 Meter. Jetzt von Maxi Bölter und ich frage mal nach oben an die Eltern. Geht er rein? Der geht rein, klar. Da sprechen die Experten. Maxi Bölter zum 9:4. Freiwurf für Grün-Weiß Schwerin. Und der Ball ist raus. Sie haben mal nach oben gefragt an die Eltern aus Rostock. Was fehlt der Mannschaft jetzt
dass sie hier mal ein bisschen rankommen können gegen Römer-Sparin. Was der Mannschaft fehlt? Ja. Körperspannung, Durchsetzungsvermögen, den Überblick fürs Spiel. Der Kampfgeist ist noch nicht so da, wie er sein sollte. Ja, was muss man den Mädchen jetzt mitgeben, damit sie den entwickeln? Die Körperspannung und vor allen Dingen den Kampfgeist. Richtig, das muss noch trainiert werden ein bisschen. Die Mannschaft hat ja auch relativ einen neuen Trainer, da gab es einen Trainerwechsel. Die neue Trainerin muss ich jetzt einfinden erstmal in die Mannschaft. Das ist glaube ich, das dritte oder vierte Spiel, ne? Mit der neuen Trainerin. Also die Zukunftsperspektiven, denke ich mal, die Potenziale sind in der Mannschaft da. Aber das Zusammenspiel insgesamt und die Punkte, die wir jetzt vorhin gerade, die ich genannt habe, die müssen noch ein bisschen mehr ausgebaut werden. Man sieht auch den athletischen Unterschied zwischen Stralsund und Rostock, dass die Stralsunder doch mehr Kampfgeist beweisen. Schweriner. Wo sind wir? Stralsund. Hey. Stralsund-Schwerin, die gleiche Ecke. Inzwischen Julia Guse mit dem vierten Treffer in diesem Spiel. Ein Glück, dass man schneiden kann, ne? Mitten im Spiel ist mit Schneiden ein bisschen schlecht. Nein, ja. Nein, aber auch Fehler passieren den Kindern auf dem Spielfeld und hier am Mikrofon. Das gehört mit dazu, das gehört mit zum Spiel. Das sind die Emotionen, die zum Handball einfach dazugehören, die uns auch Spaß machen. Ja. Und dann auch das Tor für Rostock durch Gina Eileen Kostbade. Ihr erster Treffer und jetzt Auszeit genommen von Grün-Weiß-Schwerin. Taktisches Timeout. Taktisches Timeout. Ist das, wem tut das jetzt besser? Den Schwerinern oder den Rostockern? Na, das werden wir nachher sehen, ne? Wie es weitergeht. Wir haben das in dieser Saison schon oft erlebt. Ja, ja. In dieser Saison haben wir das schon oft erlebt, dass die eine Mannschaft einen Timeout nimmt und die andere davon profitiert. Das kennt ihr das? Deshalb werden wir das nachher sehen. Ja. Kennt ihr das aus eurer Erfahrung auch von den Spielen von Nordwest Rostock? Was, dass diese taktische Timeout Vorteile bringt? Kann ich noch nicht beurteilen, wir werden sehen. Dann wollen wir mal gucken, es ist auf jeden Fall ein klarer Unterschied zu sehen. Auf der Schweriner Seite doch die Mannschaft mehr zusammen mehr einreden, auf der Rostocker Seite doch mehr ein Einzelgespräch. Das ist zum Beispiel ein kleines Problem, was in der Mannschaft noch vorherrscht. Also der Teamgeist ist noch nicht so ausgeprägt, dass alle Spielerinnen während des Spiels erkennen, dass es eine Mannschaftssportart ist. Und in dem Alter kommt auch noch dazu, das sind Mädchen, die sich dann auch noch auf diese Mannschaftssportart als solches einstellen müssen. Ja, dann wäre die Frage, würde zumindest für den Teamgeist der Mannschaft, wäre es da gut, mehrere so teambindende Maßnahmen quasi zu machen, Ausflüge zusammen zu unternehmen? Das sind zum Beispiel Sachen, die können förderlich sein, um den Mannschaftsgeist weiter voranzubringen. Das ist auch jetzt das, was hier der Inhalt der Arbeit der neuen Trainerin ausmachen wird, dass sie versuchen wird, die Mannschaft oder das Mannschaftsgefüge mehr auszuprägen, diese individuellen Spielerinnen in die Mannschaft zu integrieren und damit dann eine kampfstarke Truppe zu entwickeln. Weil die Trainerin hat es ja schon einmal bewiesen, sie ist ja mit der vorhergehenden Mannschaft Landesmeister geworden. Und die Truppe war ähnlich aufgestellt wie diese hier. Ein Haufen Mädchen, die sehr viel geredet haben, sehr viel geschnattert haben während des Spiels und sich darauf nicht konzentriert haben. Aber letztendlich haben sie es doch begriffen, was den Handballsport ausmacht und haben damit auch dementsprechend die Leistung gebracht. Und das hat zum Landesmeistertitel geführt und ich denke mal, dass dieses Potenzial hier bei dieser Rostocker Mannschaft auch vorhanden ist. Ja, das wollen wir mal beobachten weiter. Jetzt müssen wir ein bisschen aufholen. Lisa Brose mit dem Treffer für Rostock und Kitty Krölle und Sarah Liebig mit den Treffern für Grün-Weiß-Schwerin. Neuer Spielstand 12-6. Ist das dann? Es gibt 7 Meter für Nordwest Rostock und Sven, mein Experte hier, geht da rein? Rein auf jeden Fall, aber ich würde sagen links. Oh, ziemlich genau mittig. Da hat die Torhüterin den Ball an den Kopf bekommen.
Zählt ja als gehalten jetzt, ne? Ja, zählt als gehalten. Die Torhüterin hat alles richtig gemacht, alles reingeworfen. Ich hab ja selber kein Handball gespielt, ich habe ja selber nur Fußball gespielt in der Jugend. Aber da hat man, auch da stand ich im Tor und man sagte mir, wenn danach im Krankenhaus liegt, aber der Ball war nicht drin, hast du alles richtig gemacht. So schlimm ist es hier nicht. Lisa Marie Rhein, geht es Gott sei Dank gut. Klein bisschen roten Kopf. Aber den Ball behalten und das Spiel geht weiter. Es bleibt beim 12:6. Ist das dann jetzt auch weitestgehend der jüngere Jahrgang von Nordwest-Rostock, dass sie nächstes Jahr noch einmal C-Jugend spielen können? Ja, denke schon. Ne? Nächstes Jahr werden die noch einmal spielen. So. Anne-Ide setzt sich da durch am Kreis. Und Marie-Louise Weiß am 7 Meter. Sven? Ist drin. Ihr zweiter Treffer in diesem Spiel. 13:6. Aber das hast du gewusst, Sven, oder? Ich hatte es noch schnell gezeigt, aber mit dem Reden war ich nicht mehr ganz so schnell. Ja, Livi Schwerin, offensive Deckung. Haben wir auch gesehen, Kitty Krolle, die auch schon in der B-Jugend aktiv war, die ein wenig aggressiver auch zu Werke geht. Wie ist das eigentlich bestückt bei Nordwest-Rostock, die Jugenden? Welche Jugenden gibt's da? Welche Jugenden gibt's da bei Nordwest-Rostock? Welche Jugendlichen? Ja, also welche Jugenden? Keine mehr. Keine mehr, nur noch die C. Nur noch diese Mannschaft hier, ja. Und das Tor jetzt von Luisa Hacker. Zu 6, noch 2 Minuten in dieser ersten Hälfte. Und der Wurf in den Block. Und es gibt Einwurf für Rostock. Und Kitty Krolle greift sich den Ball, hat den Blick für die Mitspielerin. Und die verwandelt sich ja oben rechts, beziehungsweise aus dem Tor der Sicht oben links in den Winkel. Luisa Hacker. 15:6. Jetzt wird es doch schon deutlich. Und Kitty Krolle mit dem 1 gegen 1 und dem Treffer. Jetzt weiter in diesem Spiel 16:6. Es ist viele Abspielfehler und jetzt ist Kitty Krolle weg. Frei vor dem Tor und sie macht ihn sicher. Da kann auch die Torhüterin nichts mehr machen. Ihr dritter Treffer. 17:6 und jetzt haben wir noch 20 Sekunden in dieser ersten Hälfte. Und wäre noch mal was für den Tippexperten Sven. Sehen wir noch ein Tor in dieser Halbzeit? Ich gehe nicht davon aus.